Ja, hallo alle zusammen. Wie bereits versprochen, wollte ich euch in diesem kurzen Video einmal zeigen, wie ich die Gewächshäuser außenrum verändert habe, wie ich die Gurken eingepflanzt habe, wie Tomaten und den Weißkohl einmal eingepflanzt habe und warum ich das eigentlich alles gemacht habe. Schaut es euch einfach an und kommentiert. Zuerst habe ich die leeren Holzkästen einmal mit Rasenschnitt voll gemacht, dann habe ich da einmal Komposterde reingetan und da kam noch die Kaninchenmist vom Vorjahr noch rein, habe das einfach alles nochmal verteilt, einmal umgegraben, sodass die Erde etwas locker ist und habe die Erde auch direkt schön mit der Hake plan gezogen. Da ging es auch direkt schon an die Gurken. Da kam ein kleines Loch rein in die Erde und die Gurken wurden einfach reingesetzt, ohne groß irgendwas zu überprüfen oder sonstiges. Wir müssen nur darauf aufpassen, oder man sollte darauf aufpassen, dass man die nicht so abknickt, weil die knicken sehr schnell ab und dann ist der halbe Strang auch direkt kaputt. Sobald die dann eingepflanzt sind, müssen die auch hinterher direkt bewässert werden. Zuerst sehen die so ein bisschen verwelkt aus, sobald ihr die aus dem Haus reintut, verwelken die, aber das ist normal. Nach ein oder zwei Tagen werden die auf jeden Fall so wieder stehen und die Blätter werden wieder hochgehen. Die müssten die nur jeden Tag auf jeden Fall bewässern. Das Weißkohl einzupflanzen fand ich immer noch persönlich am schwersten, weil sobald man die rausholt und gegen ein Blatt kommt, knicken die sofort ab und man ist so ein bisschen frustriert. Deswegen bei Weißkohl etwas mehr aufpassen, ist ein bisschen schwieriger einzupflanzen meiner Meinung nach. Bei den Tomaten ist es gar kein Problem, die sehen auch relativ gut aus, verwelken auch hinterher nicht und sind relativ stabil. Diese Tomaten sind Cherry-Tomaten und werden bis 2 Meter hoch. Nachdem dann alles eingepflanzt war und ich endlich den Rindermulch bekommen konnte, nach mehreren Wochen, habe ich dann angefangen mit der Rasenkante. Wie ich die Rasenkante gemacht habe, zeige ich euch jetzt. Ich habe zuerst eine Schnur gespannt, die man da jetzt sieht, und habe dann erstmal abgestochen, sodass ich die Grenze direkt habe. Dann habe ich die Steine ausgelegt, sodass ich die hinterher eigentlich nur noch einsetzen muss. Normalerweise müssen die Steine in so einen Betonestrich eingelegt werden. Das habe ich in diesem Fall extra nicht gemacht, weil ich weiß nicht, was nächstes Jahr passieren wird. Und deswegen habe ich mir gedacht, hole ich mir erstmal den Rasen raus, setze die Steine einfach direkt auf die Erde. Und wenn ich nächstes Jahr weitere Gewächshäuser oder Blumenbeete oder sonstiges da vielleicht erweitern will, würde ich auf jeden Fall die Steine wieder rausholen. Deswegen wird mir das leichter fallen, wenn ich die jetzt erst nicht direkt in Betonestrich einlege, was normalerweise ist. Die Schnur, die man da auch sieht, ist jetzt komplett auf der Höhe. Man darf nicht komplett von der ausgehen, weil der Rasen, der verläuft ab und zu mal höher, mal tiefer. Deswegen habe ich versucht, den Stein, den man jetzt da sieht, dass man den auf eine Höhe macht, die ungefähr mit dem Rasen zusammenpasst. Ich achte mal darauf, dass er ungefähr 1,5 cm ungefähr höher ist als der Rasen selber, weil später, wenn der Rasen noch wächst, dann wird er auf jeden Fall bündig sein. Als dann die Rasenkante fertig war, habe ich angefangen, den Rasen, der zwischen den Holzkästen ist, rauszuholen. Ich muss ihn deswegen rausholen, weil da der Rasenroboter nicht hinkommt. Erstens und zweitens, weil ich da auch wirklich nicht Lust habe, da jedes Mal zu mähen. Und die zweite Sache ist, ich will da Rindermulch drin haben, was auch als Düngung sein soll und deswegen ich das unbedingt auf jeden Fall da raus haben muss.
Als dann endlich der ganze Rasen abgetragen war, konnten wir den Unkrautvlies einmal auslegen. Das macht man am besten zu zweit, weil meistens wird er noch vom Wind weggeweht und so habt ihr nur noch Probleme. Ich habe auch deswegen den Vlies genommen, weil normalerweise braucht man nicht Vlies drunter packen, wenn ihr einen Rindermulch habt, weil der Rindermulch hält das Unkraut schon relativ gut weg. Aber da ich so gut wie nichts da haben möchte an Unkraut, habe ich auch alles mit Folie ausgelegt oder mit diesem Unkrautvlies. Das ist auch nicht ganz so teuer, deswegen lohnt sich das schon, so ein Unkrautvlies einmal durchzulegen. Komplett, das schützt auf jeden Fall. Und die Feuchtigkeit, die im Boden ist, verdunstet auch nicht so schnell, wie man sich das vorstellt oder wie man sich das denkt. Dadurch bleibt die Feuchtigkeit in der Erde länger erhalten. Sobald die Folie ausgelegt war, habe ich auch direkt mit ein paar Schippkarren auch den Rindermulch direkt draufgelegt oder draufgeschüttet, damit das Unkrautvlies nicht wegfliegt vom Wind und somit auch schön gehalten wird. Jetzt habe ich die nur noch alles schön verteilt. Ist okay. Oder bei mir steht es etwas mehr über, also über den höchsten Punkt, weil ich denke, so in ein, zwei Wochen wird sich das alles noch setzen und dann habe ich es direkt auf meine Höhe, die ich auch haben möchte. So sieht es danach aus, wenn es komplett fertig ist. Jetzt müssen wir nur noch darauf warten, dass die Ernte kommt. Und ich denke, ich werde euch auch wieder auf am Laufenden halten, so dass ich euch, wie versprochen, noch zeige, was aus dem Gemüse geworden ist. Und mit dem Rindermulch sieht es auch wirklich viel akkurater aus. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr einfach unseren Kanal abonnieren. Wir würden uns darüber freuen. Und ich wünsche euch viel Spaß damit.